Hallo und willkommen auf meinem Channel. Wie ihr seht, bin ich in einer neuen Umgebung, weil ich nämlich wieder zurück in Düsseldorf bin. Genau, deshalb wollte ich in diesem Video über meine Erfahrung als Erasmus-Studentin sprechen und euch einfach Tipps geben, falls ihr auch Lust habt und neugierig seid, worauf ihr achten müsst. Ich war in der Stadt Besançon und das ist eine Stadt im Osten von Frankreich. Die hat so ungefähr 116.000 Einwohner, also ist eine mittlere bis kleinere Stadt. Die ist auch an der Grenze von der Schweiz und Deutschland, deshalb man kann da eigentlich ganz gut reisen. Weitere französische Städte, die in der Nähe sind, sind Dijon, Lyon und Montbéliard. Als erstes, ich glaube, das ist immer die größte Sorge, wenn man sowas plant, ist, dass es halt zu viel Organisation ist und dass es auch schwer ist, ein Stipendium zu bekommen. Aber da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Es ging eigentlich total einfach. Man muss halt einfach nur ein bisschen dranbleiben. Am besten meldet ihr euch beim International Office, wenn ihr Lust habt, ein Erasmus-Jahr zu machen, aber noch nicht genau wisst, wo ihr anfangen müsst. Und die helfen euch dann, wie ihr dann das Stipendium beantragt und der ganze Bewerbungsprozess. Wenn ihr nach Frankreich gehen solltet, bekommt ihr 540 Euro. Das ist der Stand 2022. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe, aber ich glaube, mit 540 Euro schafft man das jetzt nicht, die Miete einkaufen und wenn man auch noch irgendwie ins Kino gehen will, essen gehen will und so, das schafft man dann nicht zu zahlen. Plus, man muss auch bedenken, dass man nur 80% des Stipendiums ausgezahlt bekommt und die anderen 20% bekommt man dann erst am Ende des Erasmus-Aufenthaltes. Deshalb sollte man auf jeden Fall, wenn man keine Unterstützung von seinen Eltern bekommt, entweder schon Geld angespart haben oder sich um ein zweites Stipendium bewerben. Das ist auch nicht so schwer, wie man eigentlich denkt. Es gibt da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Da könnt ihr auch im International Office fragen. Eine Freundin von mir hat dann von ihrer Uni ein Stipendium bekommen. Und sonst könnt ihr auch auf der Webseite mein Stipendium nachschauen. Und da gibt es dann verschiedene Voraussetzungen. Und man muss nicht unbedingt einen 1,0er Schnitt haben, um für ein Stipendium angenommen zu werden. Ehrenamtliches Engagement reicht oftmals auch. Oder wenn man in Vereinen tätig ist. Das Unisystem in Frankreich unterscheidet sich schon sehr stark zu dem in Deutschland. Zum Beispiel schreibt man die Klausuren nicht am Ende der Vorlesungszeit wie in Deutschland, sondern während der Vorlesungszeit. Und das führt dazu, dass man halt dann, wenn man Ferien hat, die auch richtig genießen kann, weil in Deutschland hat man ja eigentlich nie richtige Ferien, da man ja dann auch noch in den Ferien für die Klausuren lernt. Aber man ist dann halt natürlich während der Vorlesungszeit viel gestresster, weil es auch passieren kann, dass man 3, 4, 5 Klausuren an einem Tag schreibt. Das auch alles nochmal in einem sehr begrenzten Zeitraum. Also bei mir war es irgendwie immer so, dass man dann Klausurenwochen hatte, wo man dann einfach jeden Tag 2, 3 Klausuren geschrieben hat und dann wieder gar nichts. Und man muss dann halt wissen, ob man gut unter Druck arbeiten kann oder nicht. Was aber sehr praktisch ist, ist, dass man in Frankreich nicht jeden Kurs bestehen muss, um das Modul zu bestehen. Weil in Deutschland ist es ja so, unter 4.0 gibt's nichts, geht nichts. Aber in Frankreich ist es möglich, einen Kurs auszugleichen. Also so wie man das auch in der Schule früher gemacht hat, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Kurs eine 5.0 schreibt, das mit einer 3.0 in einem anderen Kurs dann wieder ausgleichen kann. Und das ist dann halt ein bisschen leichter für die Studierenden und da hat man auch nicht so viel Druck. Man schreibt aber auch nicht nur eine Klausur für ein Modul oder für einen Kurs, sondern meistens 2, wenn nicht sogar mehr Klausuren. Dafür sind die Klausuren aber auch kleiner. Also es sind dann nicht diese großen Klausuren wie in Deutschland am Ende des Semesters, diese Endgegner. Und wenn man das nicht besteht, dann kann man den ganzen Kurs wiederholen. Sondern das sind dann halt einfach kleinere Klausuren zu Unterthemen. Da hat man halt die Möglichkeit, wenn man in einer Klausur nicht so gut abschneidet, dass man das dann in der nächsten Klausur wieder ausgleicht. In diesem Aspekt ist das französische System schon sehr, sehr vorteilhaft für Studenten. Aber was ich in Deutschland besser finde, ist die Kursorganisation. Weil in Deutschland gibt es eigentlich fast immer PowerPoint-Präsentationen zu den Vorlesungen und diese werden dann auch direkt hochgeladen. Und in Frankreich muss man echt sagen, dass ich glaube, weniger als die Hälfte der Präsentationen werden hochgeladen. Den Rest muss man halt einfach alles mitschreiben. Und die französischen Studenten sind auch Profis, also die haben da alle ihre Laptops und man hört nur das Tastenklippern in den Vorlesungen. Da muss man sich schon echt ranhalten, besonders wenn man halt Erasmus macht und die Sprache vielleicht noch nicht so gut spricht.
ist es ganz gut, wenn man irgendwie Connections hat oder man einfach mit Franzosen befreundet ist und dann die Mitschriften von denen dann auch benutzen kann. Ich muss aber auch sagen, ich hatte damit nie Probleme und auch keiner meiner Freundinnen, weil wenn es wirklich sehr schlimm war und man zum Beispiel die Person nicht akustisch gut verstanden hat, weil sie genuschelt hat oder sonstiges, konnte man auch immer zum Dozenten gehen und fragen, hey, wir sind Erasmus-Studenten, wir verstehen die Sprache nicht so gut, können Sie vielleicht die PowerPoint-Präsentation uns nochmal per E-Mail schicken oder einer Person? Und die schickt das dann rum. Von daher ist das auch kein Problem. Und man muss auch dazu sagen, dass das System in Frankreich allgemein sehr viel mehr der Schule ähnelt, weil es gibt auch eine Anwesenheitspflicht. In Deutschland ist man da ein bisschen freier. Es ist halt sehr bürokratisch in Deutschland. Das heißt, man kann sich den Stundenplan selber machen. Das kann was Gutes für die einen sein, was Schlechtes für die anderen. Weil ich weiß noch, als ich zum ersten Mal einen Stundenplan selber machen musste, hatte ich echt Panik. Es sah einfach so kompliziert aus, aber nach ein, zwei Mal gewöhnt man sich da eigentlich dran. In Frankreich kann man sich das nicht aussuchen, sondern der Stundenplan wird einem dann einfach vorgeschrieben und man hat zu kommen oder nicht. Dasselbe gilt auch für die Klausuren. Das heißt, du kannst dir nicht wie in Deutschland aussuchen, ob du eine Klausur schreibst oder nicht und dich dafür anmelden oder nicht, sondern grundsätzlich schreibst du die Klausur. Das wird so vorgegeben. Und wenn du nicht erscheinst, brauchst du halt einen Attest oder sonstiges. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was dazulernen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr etwas mehr über meinen Erasmus-Aufenthalt erfahren wollt, dann habe ich dazu auch noch einen Blogbeitrag. Den verlinke ich euch auch nochmal unten. Das war's von meiner Seite. bis zum nächsten Mal. Ciao. Et tu m'as laissé tout agacé.